Um legendäre Automobile drehte sich auf Madeira alles während der Raids Palace Classic Auto Show, die alljährlich im Mai stattfindet. In Funchal, der Hauptstadt der Insel, liegt auch das Belmont Raids Palace. Schon damals war das Hotel mit seiner außergewöhnlichen Lage hoch über dem Atlantischen Ozean Anziehungspunkt von Weltruf. Ein Hotspot für Society. Im tropischen Garten genießte man damals wie heute alle Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hotels. Um den Natursteinpool, der vom Meerwasser gespeist wird, entspannte damals nicht nur die britische Society im milden Klima Madeiras. Im Salon des Hotels erzählen die Bilder von den illustren Gästen vergangener Tage. Kaiserin Sissi, George Bernard Shaw und Winston Churchill gehörten mit dazu. Später war es auch das schwedische Königshaus oder auch die Monegassen. Das Automobil diente den Herrschaften dazu, Ausflüge in die unberührte Natur zu unternehmen. Das erste Automobil, das auf den damals noch holprigen Straßen Madeiras rollte, hatte ein Gast im Jahr 1904 auf die Insel gebracht. In dieser Erinnerung wurde die Raids Classic Car Show vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Über 400 motorisierte historische Gefährte vom Rennwagen bis zum Roller waren zu sehen. Vor dem Hotel begann die Aufstellung schon in den frühen Morgenstunden. Die Vielfalt ist für eine Insel von rund 800 Quadratkilometern bemerkenswert. Hier pflegen alle ihre Autos, erzählt ein Teilnehmer. Sie gehören einfach zur Familie. Die Estrada Monumental, an der sich vom Hotel Belmont Raids Palace die Fahrzeuge dicht an dicht reihen, ist an diesem Wochenende für den normalen Verkehr gesperrt. Das Interesse an den historischen Automobilen ist riesengroß und auch der Stolz, mit dem jeder seinen Oldtimer präsentiert. Auch auf Madeira gehören die luftgekühlten Klassiker zu den mit großer Leidenschaft gepflegten Exemplaren. Die zahlreichen Ikonen der Automobilität sind keine leichte Aufgabe für die internationale Jury, die die schönsten der Schönen auswählen muss. Am Ende folgt die Präsentation der Sieger auf dem roten Teppich. Standesgemäß versteht sich. Und wer kann, präsentiert seinen Wagen auch gleich mit der passenden Mode von damals. Applaus
tutti per stare con gli altri sono veramente fantastici. Estão complicados menos de mil automóveis destes. Portanto, nós temos um carro extremamente honrado aqui no Brasil. Estou pedindo para parar um bocadinho, para ter que voar nesse espaço, na forma como exponho a estrutura, uma palavra com os tantos senhores, e portanto, isso seria a grande decisão do ano passado, mas que este ano não deixa de ser um forte concorrente à vitória final. Trata-se de um veículo transversal em inglês, perfeitamente identificáveis, independentemente da sua própria para a justiça. Permite, provavelmente, esta visão de salvar a mulher de todos os nossos e que vieram. Noch einmal wird es still am Abend in Funchal. Alle bereiten sich vor auf den kommenden Tag. Der bringt Action mit dem Bergsprint von 1935 Rampas dos Barreros. Eine Neuauflage zum 80. Geburtstag. Zunächst führt die Strecke am Yachthafen vorbei, dann geht es immer bergauf durch die sich windenden Straßen. Thank you.
Schließlich ist der Showdown unter großer Beteiligung des Publikums am Kreisverkehr der Quinta Magnolia. Auch wenn es nicht so scheint, hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Präzision. Die in der ersten Runde vorgelegte Zeit muss in einer zweiten Runde möglichst noch einmal genau gefahren werden. Wer sein Temperament im Zaum halten kann.